heiße Peter Scherer und bin Musiker und Komponist. Ich bin in Zürich geboren und habe in der Schweiz Musik studiert und habe in Deutschland gelebt, studiert und bin auf Amerika und habe in New York gelebt. Ab 1980, für etwa 30 Jahre, und ich bin vor ein paar Jahren zurück in die Schweiz gekommen. Meine Zeit in New York hat mich völlig geprägt, muss ich sagen. Ich habe dort studiert und ich habe fast alles, was ich weiß, habe ich dort gelernt. Es war für mich wie eine Schule gewesen. Können mit Leuten zusammenarbeiten, die phänomenal begabt sind. In einer Stadt, wo Leute aus der ganzen Welt kommen eigentlich, um dort zu sein und um ihre Sachen machen. Und das war für mich grossartig. Ich habe, wie gesagt, studiert in New York mit dem Terry Riley und mich sehr interessiert für elektronische Musik. Und bin aber gleichzeitig auch mit John Zorn in Kontakt gekommen, Marco Lindsay, mit der sogenannten New York Downtown-Szene, Laurie Anderson getroffen, sehr viel mit ihr geschafft und sehr viel mit Nile Rodgers geschafft, verschiedene Projekte. Und bin langsam durch Kollegen in die Filmmusik gekommen.